ganzen politischen Auseinandersetzung um diese Ziele ist, dass die Industrieländer jetzt rasch handeln müssen. Die wichtigeren Ziele als diese Ziele für 2050 sind die Ziele, die gesetzt sind, die empfohlen sind für 2020. In den nächsten 10 Jahren müssen die Industrieländer, die das Problem verursacht haben, also die durch ihre Emissionen dieses Global Warming, diese Erderwärmung in Gang gebracht haben, müssen vorangehen und durch wirklichen Umbau ihrer Industrien, ihrer Energiewirtschaft, ihrer Art zu siedeln, Häuser zu bauen, Verkehr zu entwickeln, durch völligen Umbau müssen sie dafür sorgen, dass 40% der Treibhausgasemissionen, immer gemessen dann an 1990, weniger werden, reduziert werden. Das ist ein wahnsinnig ehrgeiziges Ziel und bisher ist mein Eindruck, dass wir als Grüne zu Recht sagen, dass selbst die Europäer, die immer als die Musterknaben des internationalen Klimaschutzes gelten, dass die Europäer nicht konsequent auf dieses Ziel hinarbeiten. Wenn wir es nicht schaffen, diese ökologischen Leitlinien des Wirtschaftens durchzusetzen, die dafür sorgen, dass der Wettbewerb, den wir in den Marktwirtschaften haben, zugunsten einer Ökologisierung wirkt, wenn wir zulassen, dass immer noch durch Subventionen und protektionistische Schranken eine Wirtschaftsweise geschützt und verlängert wird, die klimaschädlich ist, dann werden wir das Problem durch noch so viel internationale Konferenzen auch nicht gelöst kriegen. IRENE ist eine Abkürzung, ob es bei der Abkürzung bleibt, ist eine andere Frage, aber das Konzept ist eines einer europäischen Gemeinschaft, die genau in dem Sinne, wie Rebecca es jetzt gesagt hat, die Anstrengungen für die Förderung der erneuerbaren Energien bündelt. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige strategische Orientierung. Das hätte Auswirkungen zum Beispiel auf die europäische Forschungspolitik. Nach wie vor ist es so, dass der Großteil der Forschungsgelder, die Europäische Union im Bereich Energieforschung ausgibt, für Atomforschung verwendet werden und nicht für Erneuerbare. Wenn wir zum Beispiel eine Automobilität, die nicht unsere ganze CO2-Bilanz sprengt, haben wollen, dann werden wir ohne massiven Schub in Richtung Elektroautos, wo dann der Strom aber aus erneuerbaren Energien kommt, nicht auskommen. Dafür braucht man Batterietechnologie. Da ist Europa nicht besonders gut. Die fortgeschrittene Batterietechnologie entsteht gegenwärtig in Korea, in Japan und in China und nicht in Europa. Da muss man sich darauf konzentrieren. Und ich glaube, es geht einfach besser, wenn die europäischen Länder zusammenschaffen.